Da kommt jetzt ein Teil, wo es darum geht, Grammatiken umzuformen. Da fasse ich nur mal ganz kurz zusammen. Da kann man verschiedene Algorithmen anwenden, die das Folgende erreichen. Dass man also, wenn ich eine Grammatik habe, dass ich die umformen kann so, dass hinterher nur noch bestimmte Regeln vorhanden sind. Also zu jeder kontextfreien Grammatik existiert eine äquivalente kontextfreie Grammatik ohne Epsilon-Regeln, mit Ausnahme der Regel S geht über nach Epsilon. Das heißt, es gibt keine Regeln, dass irgendwelche Variablen, jetzt ungleich der Startvariablen, nach Epsilon überführt werden. Also das ist verboten, das gibt es nicht. Ich komme ohne die aus. Ja, das ist das Erste. Ohne nutzlose Symbole. Nutzlos heißt ein Symbol, dass ich gar nicht erst hinkomme oder dass ich es nicht zu einem terminalen Zeichen überführen kann. Ja, also wenn ich beispielsweise eine Variable habe, die ich nicht mehr verschwinden lassen kann, ja, dass sie nicht irgendwie abgeleitet wird zu irgendwelchen Folgen von Terminalen, sondern immer nur drin bleibt, ja, dann macht die ja keinen Sinn, weil ich dann niemals terminale Worte erzeugen kann. Also ich kann Grammatiken so umformen, dass ich die eliminieren kann. Kettenproduktion ist sowas, dass ich habe, eine Variable wird in eine andere überführt. Ja, auch ich kann, die kann ich auch eliminieren. Und was ich auch machen kann, dass ich jede Regel, P geht über nach Q, dass ich die so umformen kann, dass die rechte Seite nur aus Variablen besteht, ja, oder Q aus einem einzelnen Terminal besteht. Ja. Wenn ich beispielsweise so eine Regel habe, a geht über nach klein a, groß b, klein c. Ja, wie würde ich sowas machen? Da kann ich mir einfach dann Hilfsvariablen einführen. Ich nenne mal Hilfsvariablen großes a mit einem kleinen a unten dran und ein großes c mit einem kleinen c unten dran. Das sind jetzt zwei Hilfsvariablen. Ich würde dann beispielsweise diese Regel ersetzen durch a geht über nach groß a, klein a, groß b, groß c, klein c plus die Regeln klein, groß a geht über nach klein a und groß c und c geht über nach c. Ja, also diese drei Regeln würden diese Regel quasi ersetzen. Ja, also sowas kann ich auch mal machen, dass ich also jede Regel in so einer Form schreiben kann. Rechts stehen entweder nur Variablen oder ein einzelnes Zeichen.